Anlass, weil die Dame von der zeitlosen Hundetherapie, die Natalia Mildenberger, auch einen Livestream gestern über mich gemacht hat. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Nur mal eben reingeguckt. Zu dem Moment, da waren halt 16 Zuschauer zur Zeit dabei. Und am Ende hat es halt 400 Aufrufe gehabt und ein bisschen mehr. Und dann habe ich halt gedacht, ja, ich suche gerade hier eine E-Mail. Mir hat nämlich jemand dazu geschrieben. Was ich eigentlich, oder muss ich jetzt in meinen eigenen Kanal gehen? Mach mal das mal. Ja, also jedenfalls hat die Natalia Mildenberger wirklich derbe, üble Nachrede über mich betrieben, was eine Menge Leute dazu veranlasst hat, mir zu schreiben. Und das waren mehr als die 16, die gleichzeitig im Livestream waren. Und ja, es zeigt sich ja, dass das nicht gut angekommen ist, was sie da über mich erzählt hat. Ich glaube, was ich suche, ist tatsächlich in meinem Kanal als ein Kommentar. Und dann kann ich euch das nämlich gleich einfach mal vorlesen. Von jemandem, der den Livestream gesehen hat. Und zwar ist das unter dem letzten Video von letzter Woche über diesen Wolfspark in der Kasselburg. Und da hat die gesagt, ich darf diesen Kommentar vorlesen. Das tue ich jetzt hier. Also sie schreibt erstmal, ich werde auf jeden Fall heute Nachmittag. Nee, das habe ich geschrieben. Ich habe geschrieben, ich werde es auf jeden Fall heute Nachmittag richtig stellen. Jetzt aber mal. Das ist immer die Sache mit den Livestreams. Ja, ich habe. Ich fange jetzt mal vorne an. Dann kommen wir auch mal nicht durcheinander mit meiner Art vorzulesen. Hallo Frau Steiner, ich grüße Sie. Also eine von vielen Nachrichten. Ich habe viele E-Mails bekommen, bin euch super, super dankbar. Aber die lese ich euch jetzt vor. Frau Mildenberger demonstriert ein Video von Ihnen und analysiert, dass sie unter anderem gegen das Tierschutzgesetz verstoßen, weil sie den Hund, der nicht Platz machen möchte, mit dem Knie runterdrücken. Und dann ist der Link zu dem Video da. Ich habe euch unten in die Videobeschreibung die Videos eingestellt, die ich über die Natalia Mildenberger gemacht habe, aber auch das Video mit dem Platz. Und zwar nehme ich den mit den Händen ins Platz. Und muss selbst ja in der Hocke sein. Und da berührt mein Knie für eine Zehntelsekunde den Hund und ich nehme es zur Seite und dann ist es hinter dem Hund. Daraus bastelt die also jetzt, ich hätte den Hund mit dem Knie runtergedrückt. Wobei ich gar nicht generell sagen würde, dass man das nicht auch mit dem Knie darf, wenn man es schaffen würde, seine Kraft zu dosieren. Aber man ist da halt besser in den Händen. Ne? Aber es wird dann gleich so dieser Eindruck vermittelt, man hätte gewaltsam den Hund getreten, was ja eigentlich immer der Part von der Natalia Mildenberger ist, in der zeitlosen Hundetherapie. So, dann machen wir mal weiterlesen. Ich habe, die hat mich auch angerufen gestern, was ich hier vorlese, und dann habe ich halt irgendwie direkt gesagt, das ist ja total nett von der Frau Mildenberger, wenn die mir Reichweite verschafft. Super, das ist ja immer so ein Eigentor eigentlich. Zum einen kommt dieser Rachefeldzug wegen meiner journalistischen Videos ja offensichtlich nicht gut an, so viele Leute wie mir schreiben. Und das sind dann ihre Zuschauer, die sie zwar schauen, aber sie gar nicht mögen. Zum großen Teil, klar, da gab es auch Kommentare gegen mich. Weiß dann aber auch nicht, ob das Fake-Profile sind. Das darf man alles nicht so ernst nehmen. Aber ich habe es total mit Humor genommen und bin auch richtig stolz darauf, dass ich jetzt nicht sofort dahin geflitzt bin. Oh, ich muss das gucken, oje, oje. Ich konnte es absolut gelassen nehmen. Und das hängt auch mit meiner Seelenreise zusammen, wo ich euch, sobald ich hier in die Infobox und in den Abspann auch Videos reintun kann, euch diese verlinke, weil ich habe ja noch so Überreste von der posttraumatischen Belastungsstörung gehabt, die war eigentlich über eine Therapie auch mehr oder weniger geheilt, aber diesen letzten Rest habe ich über eine Seelenreise überwunden und das hat mich wirklich verändert. Und da hat es einen Mann gegeben, der mir dabei geholfen hat, den habe ich beim Universum bestellt und das sind so spooky, tolle, irre und auch bekloppte Dinge passiert, dass ich jetzt ein Buch darüber schreibe. Deswegen bin ich manchmal auch nicht ganz so präsent auf YouTube. Das Buch wird heißen Gedankensex
mit einem Patrioten und erscheint irgendwann Anfang des Jahres. Aber ich will euch das jetzt mal vorlesen. Also es ist wirklich das beste Buch, was ich jemals geschrieben habe und total lustig ab dem Mittelteil. Aber es geht um die Frau Mildenberger, die ja netterweise Werbung für mich macht. Danke, danke, danke. Ich habe dann geantwortet, die Frau Mildenberger kennt offenbar das Tierschutzgesetz nicht. Aber vielen lieben Dank für den Hinweis. Dann schreibt sie zurück. Gerne, ich möchte nicht, dass Sie in Verruf geraten und Ihre Institution Hundeschule. Offensichtlich bringt die Frau sich aber damit selbst in Verruf. Also einfach aus einer Berührung vom Knie zu machen. Ich würde einen Hund mit dem Knie herunterdrücken. Da kann sich ja jeder selbst von überzeugen, dass sie da stark übertrieben, wenn ich sogar gelogen habe. Deswegen habe ich geschrieben, das ist sehr lieb, aber ich denke eher, dass es mich adelt, wenn ich von einer Person wie Natalia Mildenberger kritisiert werde, oder? Und dann antwortete meine Followerin, sagt man das, aber man gendern ist ja schrecklich, ne? Mein weiblicher Follower wäre richtig. Die lachte dann mit ein paar Lachsmilies. Ja, genau, von Frau Mildenberger, die keinen Sachkundenachweis nach § 11 des Tierschutzgesetzes besitzt, kritisiert zu werden, ist adelswert. Also ich habe den ja. Dann schreibt sie weiter. Mir geht es nur insbesondere darum, es sind keine Quellennachweise vorhanden und Frau Mildenberger hat sie auf das Äußerste beleidigt, Klopfen auf den Bauch und sie sollten mehr spazieren gehen. Daraufhin wurde von einem Anhänger im Livestream gepostet, sie wurde ich als fette Qualle betitelt. Also ich bin 1,60 groß und mit 78 Kilo, die ich wiege, tatsächlich ein bisschen zu klein für mein Gewicht. Da stehe ich auch zu. Aber mit 57 Jahren, denke ich mal, bin ich da auch nicht alleine. Und das ist, glaube ich, das einzige Gute, was man über die Natalia Mildenberger sagen kann. Sie hat eine Top-Figur, wenn man auf magere Frauen steht. Und ja, ich hätte auch gern so eine Figur. Bin ich absolut ehrlich. Beneide ich sie drum. Aber das war es dann auch. Naja gut, und dann schreibt jetzt die Dame, die mich da gewarnt hat. Ihr Name wurde auch von den Kommentierenden genannt und es erfolgten abfällige Bemerkungen über sie. Ja, Namensnennung ist grundsätzlich ja erlaubt und abfällige Bemerkungen, ja, heutzutage sind die, wenn es von der linksgrün versifften Wokengesellschaft kommt, gilt es ja als Meinung und wenn man als, ich bin gar nicht rechts, aber mittlerweile sympathisiere ich schon mehr mit rechts, dann ist es natürlich immer keine Meinungsäußerung in diesen Zeiten. Und ja, gut, da muss man halt jetzt einem auch drüber stehen. Wobei ich mich so immens freue über euren Zuspruch. Naja, sie schreibt weiter. Das werte ich als geschäftsschädigend und Rufmord. Ja, ist so. Sehe ich auch so. Aber gut, ne? Da werden so viele darauf kommen, dass es gelogen ist, werden auch noch mehr darauf kommen, die mich nicht anschreiben. Deswegen immer noch bin ich gelassen. Aber ich habe es ja noch nicht gesehen. Diese Kommentierenden, schreibt sie, davon gehe ich aus, werden es weitertragen, dass ihre Art und Weise des Trainingsverstoß Tierschutzgesetz beinhalten und somit ihre Hundeschule nicht zu empfehlen ist. Das kann passieren, wird passieren, aber es wird auch Leute geben, die sich meine Videos angucken, also hat sie mir doch eigentlich einen Gefallen getan. Und dann schreibt sie weiter, die Machenschaften von Frau Mildenberger liegen klar auf der Hand, zu beleidigen als Retourkutsche ihrer sehr guten Videos, wie man es nicht absolvieren soll. Die findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ich würde es sehr schade finden, wenn Frau Mildenberger hier nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Der Livestream diente nur dazu, sie lächerlich zu machen und ins Aus zu katapultieren. Ne? Ja, das erkennt sie so und das erkennen andere auch. Und ich sage ja immer wieder, Frau Mildenberger, danke für das Eigentor, was Werbung für mich ist. Dann schreibt sie, dass ich das eben vorlesen kann. Da sage ich dann, das schreibe ich, dass ich, könnt ihr ja nachlesen unter diesem Wolf-Video, keinen Anwalt einschalte, aber eben diesen Livestream mache, den ihr da gerade hört. Und dann fragt sie auch nochmal, wann denn dieser Livestream ist. Da haben wir nochmal was über die... Hier, jemand schreibt hier... liebe Frau Mildenberger, ich gehe auch nicht mit jedem anderen Hundetrainer konform. Mein Ansatz wäre ein anderer gewesen, dennoch kann ich sich sachlich und fachlich, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Dann gucke ich mal, was habe ich noch in meinem, also die von diesem Kanal, Dog Love, zur zeitlose Hundetherapie, die Petra Hab hat mir geschrieben. Und noch eine, also kann ich gar nicht alles vorlesen, also eine Menge Leute.
Ja. Weiß nicht, muss ich mich denn jetzt rechtfertigen? Muss ich das jetzt irgendwie erklären? Ich finde, gutes Hundetraining ist mit Anfassen. Und ich finde, dass, wenn ich einem Hund Platz sage oder den Rückruf habe, wo es um lebensbedrohliche Situationen geht, nicht um irgendeine Dressur, nicht um irgendeinen Trick, finde ich es angemessen, körperlich zu werden, aus folgendem Grund. Wenn man das über Leckerlis erarbeitet, geht es ja um dieses Virtual Signaling, ne, diese Tugendschau, wo man sagen kann, guck mal hier, was für ein toller, woker, linksgrün versiffter Mensch ich bin. Ich arbeite nur mit positiver Verstärkung. Ne? Und dann sagen alle, oh toll, wir bewundern dich, super. Aber mit Leckerlis bekommt man einen Rückruf, der klappt zu 95%, sogar vielleicht zu 99%, aber der klappt nicht, wenn es drauf ankommt. Und wenn der Rückruf nicht klappt, in diesen entscheidenden Situationen, ist das Platz aus Entfernung eine weitere Möglichkeit, das Leben des Hundes zu retten. Ich weiß von einem Hund, einem Top-Border-Collie-Rüden, der auch gedeckt hat, der ist von einem Zug überfahren worden, der ist vom Zug geköpft worden. Das ist nämlich die Alternative. Wenn der Hund nicht hört, riskiere ich das Leben des Hundes. Und wenn mein Kind an der Autobahn auf einmal droht, auf die Autobahn zu rennen, dann schmeiß ich mich da drauf, selbst wenn es blaue Flecken hat. Aber beim Hund müssen wir es doch nicht so weit kommen lassen, dass wir uns da drauf schmeißen müssen, weil da die Autobahn ist. Den kriegen wir ja gar nicht mehr, der ist ja viel schneller als wir. Also üben wir das in Stellvertreterübungen. Und dieser Hund, was sie da jetzt so bemängelt, den ich da hingelegt habe, den hat die Besitzerin seit 11 Jahren, und es ist ihr in 11 Jahren nicht gelungen, dem Hund Platz beizubringen. Und diese Frau war eine Praktikantin von mir, macht eine Trainung, eine Ausbildung zur Hundetrainerin. Nach dem Video war die übrigens auch nicht mehr bei mir. Weil die eben auch in diesem, ich arbeite nur mit positiver Verstärkung, Gedankenkonstrukt lebt, was aber ganz offensichtlich nicht funktioniert, weil sonst könnte der Hund ja Platz. Wir haben also 11 Jahre aufbrechen müssen, wo der Hund, ne, der ist dann eben ins Platz gegangen, ist dann wieder aufgestanden und tschüss. Das hilft einem ja nicht. Ne? Dann hat man aus Entfernung gar nicht dran zu denken. Und wenn ich das so durchsetzen will, ist meine einzige Chance, dass ich das Stimmkommando Platz nicht wiederhole. Ich gebe einmal das Kommando und dann muss ich es durchsetzen, weil ich ansonsten das Kommando entwerte. Ne? Das macht ja die Frau Mildenberger auch immer. Steht vor dem Hund, Platz, 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 Platz. Das sieht natürlich schon viel netter und lieber und sanfter aus, aber darum geht es nicht. Weil vom Sanft aus sehen rette ich kein Hundeleben. Und da dieses inflationäre Platz, 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 Platz nicht zum Erfolg führt, sondern dazu führt, dass der Hund denkt, naja, die wird jetzt noch 30 Mal Platz sagen und das 31. Platz, das gilt dann vielleicht, ist auch ganz ähnlich beim Lauf, das sollte man nämlich auch nicht wiederholen. Ich sage einmal laufen, wenn der Hund dann nicht läuft, dann läuft er nicht. Ne? Also, Kommandowiederholung ist ein absolutes No-Go. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich habe das Kommando gesagt, der Hund ignoriert es, oder ich setze es durch. Wenn ich die erste Möglichkeit nehme, dann brauche ich die Kommandos gar nicht mehr zu geben. Wenn ich das nur mit Leckerlis kann, habe ich in dieser ernsthaften Situation auch kein Mittel. Zumal die Leckerlis dem Hund ja keine Sicherheit geben. Die Leckerlis ja auch keine, das ist Dressur, ne? Da kommt keine Beziehung raus. Und die andere Alternative ist eben, ich setze das körperlich und ohne Groll und ohne Stimme einfach durch. Wenn ich so einen kleinen Welpen habe, ne, dann steht er vielleicht irgendwo oder sitzt und dann neigt sich sein Körper in irgendeine Richtung und in der Richtung, wo sich der Körper neigt, nehme ich das Beinchen hoch und drehe den um, dann kennt er das. Ja, dann kann ich das super beibringen. Aber es geht ja um diese Versäumnisse der Leute, die 11 Jahre lang nicht in der Lage sind, dem Hund ein stabiles Platz beizubringen, weil diese Wurke-Gesellschaft bei jeder einzelnen Berührung, ob Knie oder Hand, von Tierquälerei spricht. Das wird das Veterinäramt nicht so sehen, weil ich habe im Gegensatz zu der Frau Mildenberger, habe ich ja diese Prüfung da bestanden. Und habe auch schon das Veterinäramt mehrfach hier gehabt, um die Anlage zu prüfen für die Pferde und so weiter. Die sehen das auch nicht so, die wissen, was Realität ist. Ne? Und je länger ein Hund das konnte, desto schwieriger wird es natürlich, diese Technik Beinchen hoch und umwerfen zu praktizieren. Je größer ein Hund ist, je mehr Gegenwehr da kommt, desto schwerer wird es dann auch noch. Ja, im Pferdebereich hat man ja gar nicht so diese Probleme.
weil die Leute da schon wissen, bei 500 Kilo muss ich körperlich werden. Und dann ist das erste Mal, wie ihr das gesehen habt, nicht gerade hübsch. Bleibt man da aber dran und konsequent, dann hat der Hund, dann weiß der, ich darf nicht mehr aufstehen. Dann schafft man das mit Gedankenkraft. Das erlebe ich ja auch immer wieder mal bei meinen ganzen Kundenhunden, dass ich, wenn ich Platz sage und ich gucke den Hund an, dann bleibt er liegen und bei den Besitzern bleibt er nicht liegen. Man braucht gar nicht so oft das Körperliche. Aber wenn man es denn braucht, dann ist es halt so. Wenn die Alternative ist, der Hund lernt es nicht, wie wir das ja auch ständig haben, dann ist es halt so. Ne? Aber gut, die Frau will mich diskreditieren und jetzt habe ich mich doch gerechtfertigt, was ich eigentlich gar nicht wollte. Und ich bitte euch halt, da muss ich mir diesen Mist nicht angucken. Schreibt mir in den Kommentaren, was euch wichtig ist. Und freut euch mit mir, dass ich das so gelassen wegstecken kann und denke, lass sie reden. Das habe ich halt diesem Mann zu verdanken, mit dem ich diese Seelenreise, der mich durch die Seelenreise begleitet hat. Und jetzt schon mal nochmal Werbung, vielleicht noch 6 bis 8 Wochen, dann kommt das Buch raus, Gedankensex mit einem Patrioten. Und was Indoktrinierung betrifft, kann ich jetzt schon verweisen auf das Buch Corona und andere Verbrechen. Auch ein tolles Weihnachtsgeschenk. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Livestream ein bisschen gefallen und ich war nicht allzu chaotisch. Das ist wirklich jetzt mitten in meiner schriftstellerischen Tätigkeit mal eben so hingequackt. Aber ihr habt mich darum gebeten, Stellung zu nehmen und das tue ich hiermit. Teilt das Video, erzählt den Leuten, was von Unsinn das ist. Ich wünsche euch was. Tschüss.